Ist eigentlich schon eine Schande, dass es eigentlich für Abe, sage ich jetzt mal, für seine Verhältnisse ziemlich beschissen. Er ist der Einzige, der alle retten muss, weil er der Auserwählte ist, der arme Junge. Die Grüfte von Necrom, die von Scraps und Paramites bewacht werden, wurden von Gluckens und Slicks übernommen. Befreie die eingeschlossenen Geister deiner Vorfahren und erlange die Macht, um deine Freunde zu heilen. Aber Vorsicht, ein falscher Schritt und du bist Fleischfutter. Ich glaube, im ersten Teil ging das nicht. Dass du die Paramites, beziehungsweise die... Wie hießen jetzt die anderen Paramites und... Ich hab die jetzt vergessen. Ich weiß nicht, die habe ich doch gerade vorgelesen. Ich weiß es echt nicht mehr. Egal. Sicher, es müssen eine Menge eingeschlossene Geister gerettet werden, aber vernachlässige nicht die lebenden Modakens, die du findest, denn auch sie sollten gerettet werden. Sage ihnen, folge mir, dann chante, um die Vogelkreisportale zu öffnen. Ja, das kennen wir ja schon in- und auswendig, ne? Dass man die kontrollieren kann im zweiten Teil, also in Exodus, in Odyssey ging das, glaube ich, nicht. So, das letzte? Genau. Necrom, die Modaken-Grafstätte. Vor langer Zeit versammelten sich die Modaken-Stämme, um ihre Toten zu bestatten. Die heldenhaftesten Modakens der Modanchi und der Modomo-Stämme wurden in den Grafstätten von Necrom zur letzten Ruhe gebeten. Rette ihre Geister, bevor es zu spät ist. Ja, man weiß ja nicht, was dann passiert, ne? Deswegen schmeckt das Zeug so gut. Hallo? Ich möchte gerne wieder hoch. Warum geht das denn nicht? Achso, jetzt weiß ich warum. Ups, weiter, so. Was mich hier als Kind wirklich angepisst hat in diesem Teil, waren diese Fleeches. Die werden wir, glaube ich, gleich sehen. Das sind diese ekligen grünen Würmer. Boah, leck mich doch am Arsch. So, gehen wir mal da rein. Genau, die haben das überlebt. Das hat mich überhaupt gewundert. Alles ist zerstört und die überleben das einfach. Das sind unsere betrunkenen kleinen Freunde. Ups. Hallo. 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 Geht doch. So. Denk dran, Abe. Wir rastlosen Mutagengeister sehen in uns nach Frieden und Ruhe für unsere Knochen. Als erste Aufgabe musst du die Geister deiner Vorfahren von ihren Qualen befreien. Dann helfen wir dir, deine Freunde zu heilen. Heilen oder helfen? Nein, du sollst ja durchgehen. So. Und jetzt sind wir da raus. Öffnen wir das Portal. Und springen da durch. So. Da geht nichts ab, okay. Gehen wir mal da durch. Wie pervers das einfach aussieht. Für damalige Verhältnisse. So, ich hoffe, ihr hört das Schnarchen, denn das sind diese ekligen Fleeches. Boah, ich hasse sie. Da wollte ich jetzt nicht gegen rennen. Genau, und da sind diese Pissviecher. Die wecken die auf. Können wir gleich nochmal, glaube ich, durchlesen. Fleech. Fil-i-chu. Junge Gluckens halten Fleeches als Haustiere. Werden sie zu groß, werden sie in die Abwasserkanäle und Wasserläufe von Outward ausgesetzt. Lieblingsernährung? Dich. Ratschlag. Nicht auf die Slurks treten, sonst verrätst du dich. Genau, diese kleinen Käfer sind die Slurks. Dann haben wir ein großes Problem. So, machen wir mal ein Quicksave. Die Viecher können echt böse werden.
wenn der Tag lang wird. Oh, sieht ihr, wie heftig die einfach sind. So. Das müssen wir gleich kaputt machen. Lesen wir das nochmal durch. Geisterfallen sind Privateigentum. Fallen auszulösen, indem man sich daneben stellt und L2 plus X drückt, um den mutagen Geister zu befreien und die Grufttüre zu öffnen, ist streng verboten. Zuwiderhandelnde werden erschossen. Alles klar. Soulstormmining.com oder Co. Okay. So, wie war das nochmal? L2 und X, ja? Utz. Dann gehen wir mal rein. So, da haben wir schon mal unsere erste Aufgabe quasi. Machen wir mal Quick Save. Auf Memory Card speichern. Überschreiben, fertig. Alles klar. So. So. Ah, ich will nicht auf die Teile treten. Jo. Boah, der hätte uns eigentlich jetzt gefressen. Jetzt wäre genau der letzte Hit, wo er uns eigentlich schön aufessen könnte. Oh nein, jetzt habe ich den wach gemacht. Ich will nicht sterben. Nein, schon wieder. Das war wieder der letzte Hit. So, wo komme ich denn raus? Oh. Das war ja klar. Das war auch klar. Oh, das war klar. Ich dachte, ich schaffe das. Moment mal, warum? Alter, nein, als ob. Der hat das nicht gespeichert. Jetzt weiß ich aber Bescheid, du. So, nochmal von vorne. Oh, das ist ja für die Katze. So, jetzt mal wieder hier. Ja. Einmal. Zweimal. Dreimal. Leck mich. Können wir überspringen. Quick Save. So. Einmal. Ja, du hast mich doch gesehen. Nein. Nein. Diesen Alter, leg mich am Arsch. Aber immerhin haben wir hier einen Quicksave gemacht. No. So. Oh je. Ich will da rein. Oh, das war. Oioioioioi. Das ging gerade voll an die Grenzen. So, Quicksave. Eins, zwei, drei. Quick Save. Ich glaube, das ist das Beste, wenn man das so macht. Und so macht. Und schnell hier durchrennt. So. Da haben wir es doch. Quick Save. Auf Memory Card speichern. Nein! Nächste Memory Card. Memory Card 1 speichern. Überschreiben. So.
Befreie die bedingten Geister, um Macht und Unsichtbarkeit zu erlangen. Wenn du die Macht hast, nutze die Unsichtbarkeit auf sinnvolle Weise. Chante L1-2, um unsichtbar zu werden, aber nichts hält ewig. Genau. Manchmal hält es länger, manchmal hält es weniger. Das ist das Problem. So. Runter mit dir. Mach mal einfach mal ganz schnell. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir haben den falschen Weg genommen. Ich glaube, wir hätten hier runter gemusst. Jo. So, was ist denn hier? Befeuer die bedingten Geister. Beringten Geister, um die Macht der Unsichtbarkeit zu erlangen. War das nicht gerade? Hatten wir das nicht gerade? Gut. Ja. Kein Wunder, warum ich nicht durchgekommen bin. So. Quick Save. Das war aber knapp. Dass sie das jetzt eigentlich nicht bemerken, dass ich da so durchrausche. So. So. Gehen wir mal da durch. Ganz entspannt. So, was haben wir denn hier? Kein Geheimnis. Hier auch nicht. Und da auch nicht. Gehen wir mal durch. Die haben da echt viele Kamerafahrten eingefügt, fällt mir auf. So, kein Geheimnis. Quick Save. Alles klar, kein Geheimnis. Man weiß ja nie. So. Quick Save. Einmal hier durch. Hier rein, da raus, hier lang laufen. Und dann schauen wir mal direkt, was hier denn so ist. Mutterkannenstamm aus Grabstätten, Mudanshi-Grove. Bevor die Glackens kamen, waren die Mudanshi furchterregende Mudakenkrieger, die den mächtigen Scrap zu ihrem. Scrap, genau! Zu ihrem geheiligten Symbol machten. Jetzt werden ihre uralten Knochen von Scraps beschützt, die sie verehrten. Mudakenstamm aus Grabstätten. Mudomogov. Die friedfertigen Mudomo, die in den dunklen Wäldern von Oddworld lebten, bauten mächtige Steingrabmäler und grobe Dörfer. Sie wurden von den Glackens verraten und nur ihre Paramites blieben da, um über ihre Geister zu wachen. Na? Ein Herz, eine Seele. Quicksave, da geht's runter. Was waren eigentlich jetzt da oben auf den. Nee, nicht speichern. Verlassen, laden, laden, quick save. Was waren jetzt hier? Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Hier ist ein Geheimnis. Hä? Nicht, dass ich jetzt einen Fehler gemacht habe oder sowas. Ach du Scheiße! Oh, ich wollte doch eigentlich speichern.
Bitte sag mir, dass du da gespeichert hast. Scheiße. Quicksave. Oh, wie soll ich denn das jetzt wieder schaffen? Das ist doch scheiße. Ich hätte ja sagen können, dass sie arbeiten können. Moment mal, geht das? Ich kann das ja mal versuchen. Oh ne, will er nicht. Oh, das wird ja schwieriger als gedacht. Scheiße. Oh nee, das war schon wieder. Gibt's doch nicht. Ah, wir haben schon 78 gerettet, sieh mal einer an. Das war doof getimed. Oh, wie zum Teufel soll ich das denn bitte schaffen, oder irgendwie da wegzukommen? Oh. Steine habe ich zufälligerweise nicht, oder? Ja, Quicksave. Quicksave! Quicksave! So. Wir machen das anders. Quicksave. Was zum Teufel? Das kann ja wieder ewig dauern. Oh, das wollte ich doch gar nicht.
Alter, was ist denn das für eine Range? Bis jetzt lief es ganz gut. Dieses Ding macht mich noch zu schaffen hier. Nee, das gibt's doch nicht. Oder ich habe auch eine andere Idee. Ich glaube, das würde auch klappen. Haben ja eigentlich ganz gut ein Quicksave hier gesetzt. Hä? Was war das? Das habt ihr jetzt auch gesehen, oder? Ich bin nicht explodiert. Obwohl das Ding explodiert ist, das habt ihr auch gesehen. Alter Schwede. Das habe ich aber auch noch nicht gesehen. Es ist schon wieder. Leck mich doch am Arsch, warum ist denn das so?